Aloha Leute, herzlich willkommen zurück zu eurer kleinen Portion Warframe mit mir, dem Yadras. Und ich muss jetzt nochmal kurz schauen, was wir zu tun haben. Wir hatten beim letzten Mal Vor getötet, unserem kleinen Gegenspieler, und haben jetzt, soweit ich gesehen habe, keine Hauptquest, die wir machen müssen, oder? Was waren da kurz an. Wartet mal. Ach, das sind nur Neuigkeiten. Extra Ansehen heute möglich. Gratis Frostfire Prime. Was haben wir hier? Ach, kann man einmal kurz in seinen Steam-Overlay gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Oder nicht. Deswegen wartet einen kleinen Moment. Okay. Einmal mir mal kurz durchgelesen. Und da stand noch was von einem anderen Prime Warframe. Müssen wir mal gucken, ob ich den auch besitze. Moment. Habe ich hier noch irgendwas anderes? Da muss ich mich noch mal drüber informieren. Oder man kriegt vielleicht nur eine Sache daraus. Do you remember the old war, Operator? Nein, ich erinnere mich leider nicht an den alten Krieg. Na gut, das schaue ich mir mal zwischen den Folgen an. Wir legen jetzt erstmal mit einer Mission los. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir nach Everest gehen, zu einer Ausgrabung. Ich will erstmal diese schönen blinkenden Missionen machen. Die sind bestimmt wichtig für uns. Und alles mitzunehmen, was wir da bekommen können. Also es wird jetzt auch die nächsten Folgen erstmal so darauf hinauslaufen. Wir machen mal die Missionen, die uns angegeben werden. Und mal gucken, was uns da alles erwartet. Ein Artefakt. Okay. Ach, er hat uns schon gesehen, ja? Hey, was hat der da fallen gelassen? Energiezelle? Ach, die müssen wir bestimmt mitnehmen. Hat die Energiezelle jetzt fallen gelassen? Nee, gut. Also Nahkampfwaffe geht, nur meine Hauptwaffe kann ich nicht verwenden. Und wir sind Stufe 5. Die Schildkapazität ist verbessert und wir haben eine neue Fähigkeit. Ey, das geht ja voran hier. Aber irgendwie scheint das hier nicht viel mit einer Stealth-Mission zu werden, wenn ich das so sehe. Alter, hält der Vieh aus. Was ist das? Energie, okay. Au. Gut, wir müssen den beschützen. Na. Dann machen wir das mal. Da kommen auch schon die nächsten. Dem-Skills. Da wäre ein Kopfschuss extrem gut. Der hält nämlich eine ganze Menge aus. Kommt nur angerannt, ihr. Toll, jetzt dürfen wir hier noch Energie. Oh. Ich habe doch einen Energieträger getötet, oder? Und irgendeine Errungenschaft habe ich gerade freigeschaltet. Hier ist die Energiezelle. Nimm die doch mal mit. Muss ich die jetzt hier angeben? Oh, ein neuer Energieträger.
der von den Hunden verprügelt wurde. Irgendwie passiert mir gerade hier eine ganze Menge. Alter, hältst du viel aus. So war das Ganze nicht geplant. Lass das Ding in Ruhe. Wenigstens mal einen ordentlichen Kopfschuss hier, um die Situation zu regeln. Und noch eine Energiezelle. Dass man aber auch da genau raufhalten muss. So. Wenigstens sind die Hunde auch da, die uns helfen können. Verschwinde. Und gib mir deine Energie her. Ich habe das Gefühl, die Mission kann echt lange dauern. Wie die Gegner, die die Energiezellen dabei haben, aber auch immer auf uns zugerannt kommen. Ich habe 50 Endo gefunden. Gut, dann können wir zum nächsten Punkt weitergehen. Ich würde aber eine Energiezelle noch mitnehmen. Als kleines Souvenir. Und auf geht's. Hm? Achso, da war nichts. Ich werde mich am Ende echt wundern, was ich alles gesammelt habe. Weil bisher brauche ich noch gar nichts craften oder ähnliches. Ich komme ja so durch. Das alte Grinder-Herz in mir schlägt vor Freude. Ich habe auch viele Asia-MMO-RPGs gerne gespielt, in diesem Grinding-Aspekt, wo man einfach Sachen farmen musste und daraus dann coole Sachen craften konnte. Das waren mir immer die liebsten Spiele. Da habe ich auch am meisten Zeit rein investiert. Ja, ja, ja. Oh. Wo muss ich denn hin? Ach, hier. So. Ja, ich kümmere mich drum. Ja, ich brauche mal einen Energieträger hier. Waren doch vorhin so viele. Du bist keiner. Machen wir jetzt die Pistole? Ich will meinen Bogen. Fress das. Ach, meine Fähigkeit ist, dass ich einfrosten kann, ja? Gut zu wissen. Na gut, der heißt ja auch Frost Prime. Was habe ich erwartet? Wie konnte ich denn die Waffe wechseln? Das müssen wir gleich mal herausfinden. Wie das nochmal ging. Danke für eure Zellen. Unsere kleine Ein-Mann-Armee hier. Aber die Mission macht echt Spaß. Also das muss ich sagen, so Position verteidigen, die Freude drauf, was man wohl bekommt am Ende, wenn man noch keine Ahnung hat, was man überhaupt da bekommt. Wobei, wenn ich sehe, wie lange diese Mission wahrscheinlich dauern wird, freut euch auf zwei Parts. 15 Endo. So, gib mir die... Naja, wobei, ich will erstmal gucken, wie ich wieder meine Waffe wechseln kann.
So. Auf einer Statue rumhacken. Juhu! War's das jetzt? Nee. Kommt ihr denn alle her? Ich will endlich weiter. Da kommt ja immer noch. Muss irgendwo ein Nest sein. Oh, ein Modul. Ich glaube, die sind unendlich hier. Wir sollten weiter rennen. Verdammt! Ich sehe meine Lebensanzeige. Sieht nicht gut aus. Schnell fliehen. Verdammt, wie kann ich die Waffe wechseln? Nee, da nicht. Geht das übers Mausrad? Wie ging denn das? Da? Auch nicht. Wie ging denn das? Moment. Muss mal kurz gucken. Steuerung, Waffe wechseln. Muss ich hier erstmal schauen, wie das ging. Ich habe so ewig das nicht mehr gebraucht. Sprint, Rolle. Sieht das einer von euch? Ballmagnet. Chat. Okay. Ich find's nicht mehr. Waffe zielen, Sekundärfeuer? Okay. Ich sehe auch gerade, dass wir wahrscheinlich das hier nicht überleben werden. Egal. Ach, auf F ging's. Ich hab's. Lasst mich durch. Ich brauch Leben. Wo kriege ich welches her? Vor allem das Schlimme ist, man kann hier echt keine Stealth-Mission draus machen. Ich halte mich gut, aber nicht gut genug. Ich nehme nochmal das hier mit, aber ich glaube, das war's für uns. Ja. Ach, wir können... Ah! War übrigens mein erster Ingame-Tod, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Na denn? Jetzt geht's wieder rund hier. Komm her, du Energieträger. Braucht das. Okay, da komme ich nicht durch. Ich hoffe, die machen den nicht kaputt. In der Zeit. Ganz schön viel los hier. Alter, wie viel findet man denn hier an Modulen? Habe ich hier irgendwo noch ein Power Cell? Sieht ja hier einer von euch? Ja, hier haben wir eine.
Hätte doch gelacht, wenn wir das hier nicht schaffen würden. Man ist ja aber auch ständig unter Beschuss, also Ruhe gönnen die einem echt nicht. Oh. Ach, hat schon wieder angehalten, ja? Tolle Wurst. Gib mir Energiezelle. Boah. Der rennt weg. Bist du hier bald mal fertig? Dass die so viel aushalten. Ja, meine Lebenspunkte gehen wieder zur Neige. Nein! Den nehme ich mir noch mit. Wir müssen hier lang. Wieder hier oben? Okay. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Das Schöne ist, wir haben hier gleich. Oh! Ich habe noch Energie gehabt. Nehmen wir die auch noch gleich rein. So. Wie, du hältst das aus? So, jetzt können wir mal probieren, ob wir hier ein bisschen was geregelt kriegen. Alter, wie viele? Und genau einen Kopfschuss kriege ich nicht hin, wenn ich's will. So. Werden die stärker? Ich hab's ein bisschen das Gefühl. Na dann rein in den Sturm. Ja, ich bin gerade dabei, eine Zelle zu holen. Bisschen umständlich, finde ich. Aber was soll's. So soll's sein. Dann machen wir das auch. Wie schlau die jetzt mittlerweile auch sind. Weil das halt ja am Anfang schon gemerkt, ihr habt. Scanner benötigt. Boah, weiter. Schießen die jetzt mit Raketenwerfern auf mich? Ich habe gerade gesehen, wir brauchen wieder Energie. Hä? Okay. Nein, der Bohrturm! Nein! Okay. Egal, das bisher an Erfahrungspunkten stört mich nicht weiter, wenn das verloren geht. Haben wir hier eigentlich... Ist es eine unendliche Mission? Oh, okay. Da darf man nicht rein. Wenigstens ist das kein Tod. Man wird nicht als tot gezählt. Finde und beschütze die Extraktoren. Da steht gar nicht, wie viele. Aber es scheint so viele, wie wir wollen. So wie es aussieht. Sieht so aus, als könnte man jederzeit wieder gehen, wenn ich so auf die Minimap schaue. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire.
Ein Headshot kann ich bei denen echt gut gebrauchen. Jetzt muss ich mir Energie holen. Yay! Nahkampf-Action! Semi-professionell. Ja, ich hab schon eine. Hörst du auf darauf zu schießen? Das ist wichtig. Yay! So, eine Energiezelle liegt auch noch da unten. Wie heißt du? Eximus? Oh, und bin schon wieder so halb kaputt. Und wir haben wieder keine Energie. Was man sich hier alles kümmern muss. Verrückt. Habe ich hier keine Energiezelle rumzuliegen? Doch, da ist eine. Ja, ich merke, der Part wird echt ein wenig länger. Ich würde sagen, einen machen wir noch und wenn ich denn die Mission nicht abgeschlossen habe, dann gehe ich zu dem grünen Punkt da und gucke, ob wir selber rauskommen. 5 sollte mir echt reichen. Ist gerade hier ein bisschen laut auf meinem Headset, deswegen nicht wundern. Wenn ich versuche, dagegen zu reden. Ein Artefakt has been located. Proceed to the dig site. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Schon dabei. Aber viel zu viele Energieträger. Man freut sich am Anfang zwar drüber, wenn die kommen, weil man ja die Energie benötigt, aber die halten einfach viel, viel mehr aus. Gar nicht übertrieben, wie viele hier auf den Bohrturm schießen. Ich glaube, die Mission ist auch gar nicht dafür gedacht, dass man sie alleine macht. Kann das sein? Egal, wir sind Profis. Sollte die Hunde vielleicht auch mal töten? Haben wir hier eine Energiezelle? Aber ohne brauche ich ja nicht weitermachen. Ja, da rennt eine. Hat keiner gesehen, dass ich gestorben bin. Geht mal weg hier. Ah, wie komme ich denn hier runter? Muss ich echt bis dahin laufen? Was war das? Was macht mir hier so enormen Schaden? Genau das. Ach, ein Bombardier. Ein Bombardier? Dann wollen wir mal ein bisschen Französisch reden. Hab eine. Ich bin gleich tot. Und der Bohrturm auch. Eine 500-Credits-Kiste. Gut. Leute, wir hauen ab. Ich folge jetzt einfach dem grünen Signal.
Ach, das grüne Signal ist die nächste Bohrung. Das ist nicht, wo wir rauskommen, oder? Gucken wir mal. So wie es aussieht, müssen wir das alles schaffen. Nee, ich hau ab. Vielen Dank. Lauf. Ich bin hier bestimmt total richtig. Ja. Also es wird mir als grün angezeigt. Mal gucken, ob wir da zurückkommen. Und ich nehme es doch als einen Part. Das passt. Machen wir mal ein bisschen länger. Und? Oh, geschafft. Puh, ich fand das echt spaßig und total anstrengend. Schaut mal, wie viele wir getötet haben hier. Wir haben Endo bekommen, ein Relikt haben wir bekommen, Credits, Koordinaten, Kryotik. Und ich bin total K.O. Aber das war's wert. Und ganz, ganz viele neue Module. Aber um das Ganze kümmere ich mich demnächst. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich auch noch genauso drüber freuen, wenn ihr mein Like da lasst. Ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr davon sehen wollt. Und Halleluja, die Missionen sind ein ganz anderes Kaliber als diese billigen Quests, die man am Anfang hatte. Wenn ihr mal das Spiel mit mir zusammenspielen wollt, meldet euch einfach bei mir. Wir können ja mal eine Mission zusammen machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.